Also, ich habe jetzt gleich zwei, weil ich habe einen sehr, sehr langen. Und zwar, Qualcomm hat ja seine Entwicklerkonferenz gehabt. Ja. Und die haben da relativ viel vorgestellt. Also, ich hoffe jetzt, dass ich nicht irgendwas vergiss, weil das war wirklich viel. Fangen wir mal damit an. Und zwar, ich habe mir da jetzt als Hilfestellung, gibt es da so eine Kurzzusammenfassung in so 11 Minuten. Also Qualcomm hat einmal einerseits den Snapdragon 8 Elite vorgestellt, was natürlich halt wieder der nächste Prozessor für Smartphone ist. Dann hat Xiaomi auch sozusagen natürlich diesen Prozessor beworben. Dann ist sie natürlich darauf eingegangen, wie sehr die GPU-Leistung davon gestiegen ist. Also das soll anscheinend beachtlich sein. Also das soll auch eigentlich jetzt dann auf Apple-Niveau sein. Dann wartet man dann ab, wenn die richtigen Benchmarks kommen. Ja. Dann, was jetzt fast schon ein AI-Pick wäre, die NPU ist noch einmal um 45% Leistung stärker. Was bei Qualcomm schon nicht schlecht ist, weil die kennen das nämlich ganz gut. Dann war es super cool, die haben da so den Qualcomm AI Assistant vorgestellt, da, was der dann kann auf so einem Test-Smartphone von Zenon. Dann die Qualcomm Smart Glasses. Ups. Also Ja. da haben sie dann eben auch. Warte mal, da gibt es was ganz was Cooles. Da haben sie nämlich, wo haben sie denn das gezeigt? Ah, ich sehe das Warte gerade, da mal. kannst du eine Rechnung abfotografieren und er analysiert ja gleich und berechnet ja gleich das Trinkgeld, bla bla. Genau. Und das war, glaube ich, war das jetzt die Meta Raven oder war das jetzt von Qualcomm.de? Ich weiß es nicht. Wo man dann auch wirklich, wo auch blinde Leute damit quasi einen Mords-Benefit haben, weil sie dadurch halt die Umgebung erlebbarer haben. Weil natürlich der KI-Assistent kann dann das machen, was du vielleicht zum Beispiel beim Fernsehprogramm kennst, wenn du die auf den Zweikanal wechselst, Ja. dass du quasi die Szenerie beschrieben bekommst. Ja, auch die Das geht dann, Deskription, ja, ja okay. genau, das kriegst du dann quasi live, wo du gerade bist. Da haben, was war das? Dann haben sie, warte mal, das muss ich. Was war das? Dann war noch, warte mal, dann war noch, dann natürlich AI Pet Photography, wo da quasi deine Hundefotos verbessert werden. Okay, ja gut, das ist Das jetzt. ist ja ganz wichtig. Das ist so ein Dann, Gimmick, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, ja. was cool ist, für Blender NPU Rendering. Was für Blender? Ja. Okay. Und auch für Affinity Photo. In welchem Artikel ist das jetzt drin? Jetzt. Das ist im Video, ich fasse gleich Ah, da, ich okay, hab's das mal ist leider das Video, da. okay. Dann für Audio natürlich auch was. Das war dann halt auch über die NPU. Und dann natürlich neue Prozessoren für die ganzen Augmented Reality Headsets. Und dann noch, das ist jetzt in die anderen Artikel drinnen. Natürlich kämen diese Prozessoren von Qualcomm auch in Autos vor. Also Mercedes-Benz wird der verwenden in Zukunft und verwendet da Snapdragon Cockpit Elite und Ride Elite Tech. Also das sind diese Plattformen, also das ist eigentlich, du kannst bei Qualcomm eine komplette Plattform kaufen, Ja. wo die ganzen Assistenten und das alles drin ist. Ja, und das wird wahrscheinlich dann nicht nur der Prozessor sein, sondern auch Genau, ist ja die komplett, du kaufst ein Ports für die System. Kameras, für die Du, genau, du Sensoren kaufst und allem alles. drum und dran. Okay. Das war übrigens auch der Grund, warum Xiaomi, da habe ich es dann auch gecheckt, warum Xiaomi das Auto aus dem Nix hat vorstellen können, weil da alles von Qualcomm die Sachen drin sind. Ah, oh. Ah, okay, die haben sich. Ja, sie haben, Xiaomi hat sich eh am Markt bedient, wo es die fertigen Elemente gibt. Und das wäre zum Genau, Beispiel eins davon, ja. weil sonst musst du über, das wäre ja sonst relativ kompliziert, so ein adaptiver Tempomat ist ja nicht ganz einfach. Der Na. muss ja relativ viel schon können Genau, eigentlich. ja. Und
deshalb, und das ist da alles quasi da drinnen. Okay. Warte mal, sie haben das glaube ich da. Und natürlich kommt dann auch KI ins Auto dadurch. Ja, okay, gut, über den. Ja, klar, das Auto kriegt natürlich mit den neuen Prozessoren auch ein NPU. Ja, ja, natürlich. Aber was soll die KI machen, wenn es jetzt nur Voice Assistant ist, dann ist es ja okay, solange sich den nicht wirklich in mein. Gut, die Assistenten mischen sich eh in die Art und Weise ein, wie man fährt. Sprich, geradeaus fahren oder schlenkern, ja. Ja, es geht jetzt hauptsächlich darum, um Sprachassistent, Kamera, ja. Kartenerlebnis und Echtzeit-Updates. Ja, okay. Ja, ja, gut. Echtzeit-Updates von Verkehr und Verkehrsaufkommen, ja, ist ja schon gut. Ja, ja, klar. Dann natürlich noch das, glaube ich, das Snapdragon Ride Elite ist dann auch noch, dass du für niedrige Latenzzeiten bei optimaler Energie- und Leistungsausnutzung und die ganzen Sachen halt, ich meine, was dann beim E-Auto natürlich wieder wichtiger wird. Was vor allem mal nicht schlecht ist, glaube ich, wenn da wirklich so Qualcomm CPUs oder das sind eigentlich eh schon, wie nennt man das jetzt? Das ist ja nicht einmal mehr APU, wenn es eine NPU hat, das ist ja dann schon das ist ein SoC, oder? System on a Chip. Ja, eigentlich ist es ein komplettes System. Ja, genau, das ist ein SoC. Und dann haben die Autos wenigstens einmal genug Leistung. Ja. Ja, die meiste Leistung braucht man eh fürs Entertainment-System, oder? Ja, ich meine, das wäre halt super, wenn das, weil das muss halt echt eigentlich, so sollte ja 10 Jahre funktionsfähig bleiben. Ja. Sagen wir so, sollte mit einem Qualcomm-Chip, der modern ist, eigentlich gewährleistet sein. Ja gut, wenn man softwareseitig solche Systeme baut und die Software nicht schlechter wird, sollten sich solche Systeme auch in 10 Jahren gleich benutzen lassen wie jetzt. Vom Geschwindigkeitsergebnis her, weil ein Prozessor wird ja nicht langsamer. Ein Prozessor wird ja nie langsamer. Es ist nur das System, was träger wird. Da sind ja nachher die Softwareentwickler von den Automobilkonzernen aufgefordert, ihr Software nicht schlechter zu machen. Nein, aber es kommt ja immer mehr dazu. Ne? Um das geht es. Es kommen mehr Features dazu und ja, das ist halt. Da muss man halt als Konzern und Autokonzern ist dann heutzutage nichts anderes mehr als auch ein Softwarekonzern, der Autos verkauft. Da muss man halt auch ein bisschen dafür sorgen, dass man nicht für jede Baureihe immer alle Features ausrollt, sondern nur die, wo es notwendig sind, updated. Ja, ja, deshalb. Genau, und da glaube ich, ist Qualcomm dann wahrscheinlich besser aufgestellt. Ja, ja, Qualcomm, aber Mercedes darf halt nachher nicht Software ausnehmen. Nein, aber es basiert ja alles auf Qualcomm. Ja, ja, also das heißt, sie kaufen ja das schon, System, ja, genau. Sie kaufen ja Systeme ein. Ja, aber die Software nicht. Das meine ich. Sie kaufen auch das Cockpit Elite, das heißt eigentlich kaufst du dann schon das auch. Was ist das Cockpit? Ist das Cockpit Elite eine Softwareumgebung oder wie? Das Samsung Cockpit Elite ist eigentlich Snapdragon Cockpit. Snapdragon, ja, so Samsung. das ist eigentlich das komplette komplette Dashboard. Ah, okay. Was du da siehst. Das heißt, du kaufst ja da eigentlich dann warte mal, sie haben es eh auf der Website abgeschrieben. Da ist dann die Auto-Connectivity drin, das Cockpit, das Ride und das Car-to-Cloud. Ah, okay. Das heißt, eigentlich, so wie ich das jetzt verstehen würde, wäre das so, ich meine, es kann jetzt auch sein, dass ich komplett falsch liege, ist es dann eigentlich so, du kaufst das System zu und kannst da vielleicht nur dein eigenes Kind drüber legen. Was ja an und für sich ja schon einmal eine coole Sache wäre, ja, okay. So würde ich das jetzt verstehen, dass man wirklich sagt, okay, du kaufst das System, weil du es nicht selber machen willst. Mhm. Woran man ja auch sieht, woran ja VW scheitert. Ja. Das ist halt nicht so einfach. Mhm. Okay. Interessant. Vor allem, ich weiß bis heute nicht, welchen Chip VW für ihre Autos verwendet, für die Board, also für das Entertainment.
Es kann halt nie irgendwas Leistungsfähiges sein, weil selbst bei einem 5 Jahre alten Auto merkst du an, dass das System einfach so träge ist. Träge ist, ja genau. Das merkt man extrem bei den VW-Autos. Ja, vielleicht. Es merkst du eigentlich, also mittlerweile geht's ja. Aber vielleicht nimmst du einen Raspberry Pi. Ich glaube, das wäre, ja, man. Aber da war ein B-Modell. Ja, genau. Ja, vielleicht ein Pico, der kleine. Ja, reicht ja. Dafür kostet dieses Upgrade beim Entertainment nur 3.000 Euro. Ja, weil sie nachher an keine Ahnung, a Banana Pie verwenden oder sowas. Okay. Interessant. Das heißt, wir können uns viel Neues von Qualcomm freuen in dem Jahr. Ich bin nachher gespannt, wie sich das nachher mit ARM und Qualcomm entwickelt, weil ARM hat ja so, du meinst, die Lizenz gecancelt. Ja, ich glaube, das war wegen der Nuvia, was sie gekauft haben. Genau. Und Qualcomm ARM darf eigentlich keine Desktop-PCs bauen oder Notebooks. Also keine Prozessoren, ja, für Desktops und Notebooks. Ja, sag ARM. Und Qualcomm sagt aber ja, aber das ist eigentlich mit seiner anderen Lizenz schon abgegolten, weil jetzt müssen es quasi doppelt zahlen. Genau, ja. Ja, vermutlich wird es so ausgehen, sie werden sich vom Gerichtstermin auf irgendwas einigen. Natürlich, natürlich. ARM wird mehr Geld kriegen und Qualcomm wird halt auch irgendwas kriegen, damit sie glücklich sein. Ja. Aber da sieht man halt wieder, wo das Problem ist, wenn sowas bei einer Firma gebündelt ist. Ja. Ist ARM Know-how. Aber andererseits, es hätte die, und wenn es jetzt anders gewesen wäre und wenn sie das auf x86-Plattform aufgebaut hätten, hätte es die da auch treffen können, weil da ist Intel, na, IBM der Lizenzgeber, glaube ich. Na, Intel, nein, und IBM, glaube ich. Aber da sind wir wieder dabei, eigentlich wäre sowas gut, wenn man da ist, wie du immer gesagt hast, Risk V. Ja, genau, ja. Wenn das dann quasi Open Source ist. Ja, genau, offene Plattform verwendet. Ja. Auf das wird es irgendwann eher auslaufen, das wissen wir eh. Weil ARM kann ja eigentlich tun und lassen, was sie wollen. Weil sie haben Verträge, die müssen sie erfüllen, aber am Ende des Vertrages können sie die Preise erhöhen. Punkt. Gut, ich glaube, was bei der Sache nämlich witzig ist, ich glaube sogar, dass ARM nicht einmal Interesse an einem Gerichtsprozess hat. Weil, wenn es ein Urteil gibt, dass sie marktrelevant sein und Zugang gewähren müssen, dann kann das für sie ja durchaus auch schlecht ausgehen. Ja, das würde nämlich sowas wie eine Zerschlagung oder sowas nach sich ziehen. Ja, oder sie sagen, sie müssen Leuten einen fairen Zugang zu der Technologie ermöglichen. Ja. Und ich bin mir dann auch sicher, dass dann auch Apple an die Tür nochmal klopfen wird und sagt, wir zahlen nicht mehr so viel. Ja, genau. Also ich glaube, dass ARM das nicht will. Ja, ich glaube, ja, die könnten sich da durchaus ins eigene Fleisch schneiden. Deshalb wird es wahrscheinlich für beide Seiten dann, dass sie sagen, so, ja, machen wir es nicht so. Ja. Ja. Und vor allem, ich glaube auch nicht, dass Microsoft hat da auch kein Interesse dran. Also jetzt haben sie das erste Mal funktionierende ARM-Prozessoren. Ich glaube auch nicht, dass die großes Interesse dran haben. Ja, stimmt. Weil das wäre für die ja relativ blöd. Also ja, aber natürlich, schauen wir mal, was rauskommt. Allerdings glaube ich nicht, dass das so heiß gegessen wie gekocht wird. Wie immer oder wie oft? Ja, man kann ich mir jetzt so vorstellen.